Herr Präsident, meine Damen und Herren, es war das Jahr 1748, als der große Vordenker der Aufklärung, Charles-Louis Montesquieu, den Gedanken der Gewaltenteilung zwischen Legislative, Judikative und Exekutive fasste. Kein Staatsorgan sollte die alleinige Herrschaft ausüben, Herrschaft bedarf der Kontrolle. Im Jahr 2020 scheint dieser Gedanke in Bayern schwer in Vergessenheit geraten zu sein. Das Kabinett Söder herrscht heute über das Volk mit Mitteln sogenannter Corona-Verordnungen in einer diktatorischen Weise, wie es sie seit 1949 in diesem Land nicht mehr gab. Beifall dafür gibt es von allen Altparteien im Landtag, von der CSU, den Freien Wählern, der SPD, der FDP und natürlich auch von den Grünen. Echte Kontrolle findet im Parlament nur noch durch eine Fraktion statt, und zwar die Alternative für Deutschland. Passend dazu beklatschen die ehemals Freien Wähler, jetzt sind sie ja eine Zwangsehe eingegangen, in ihrem Antrag nun das nächste Schnippchen, das Markus Söder der Demokratie schlagen will. Sie begrüßen die Einrichtung eines sogenannten runden Tisches zur Corona-Krise. Ein solcher runder Tisch ist aber weder demokratisch legitimiert, noch kommt ihm irgendeine Aufgabe zu, die unsere Verfassung vorsieht. Die Freien Wähler und auch die CSU haben unseren Antrag auf Einrichtung einer Enquete-Kommission hier im Landtag abgelehnt. Das wäre genau das richtige Instrument gewesen und nicht ein sogenannter runder Tisch. Ihr runder Tisch soll, und das zeichnet sich schon jetzt ab, lediglich eine Aufgabe erfüllen. Und das ist, den antidemokratischen Verordnungen der Staatsregierung den Anschein eines breiten gesellschaftlichen Konsenses zu geben. Schon allein die Frage danach, wer denn konkret an diesem Tisch Platz nehmen soll, bleibt in Ihrem Antrag völlig offen. Werden Sie Vertreter der Millionen Corona-Kritiker einladen? Oder werden Sie einen Professor Hendrik Streeck oder Professor Sukharit Bhakti zu Tische bitten? Nein, das werden Sie nicht. Ich sage voraus, an Ihrem runden Tisch wird kein einziger echter Corona-Kritiker Platz finden, sondern ausschließlich besetzt sein mit den Hofmedizinern der Staatsregierung und ihren Ja-Sager-Experten. Meine Damen und Herren, die Debatte gehört nicht an einen sogenannten runden Tisch, der die Staatsregierung aus seiner Verantwortlichkeit entlassen soll. Die Debatte gehört genau dorthin, wo sie demokratisch legitimiert ist und wo nach Montesquieu Kontrolle der Exekutive durch die Legislative stattzufinden hat, nämlich genau hier im Parlament. Und wer etwas anderes fordert, wie es die Freien Wähler tun, ist ein Feind des Parlamentarismus und ein Fall für den Verfassungsschutz. Wir lehnen Ihren Antrag deshalb selbstverständlich ab.